Wunderschönen guten Morgen, liebes Tourtagebuch. Das ist jetzt mein Tourtagebuch von Bückeburg 2. Wir starten heute in den Tag mit ein bisschen Stress, weil Lasterberg der Lästerliche morgen Geburtstag hat und wir versuchen heute schon ein Geschenk an Mann zu bringen. Das ist aber gar nicht so einfach, wobei es weniger am Geburtstagskind liegt als an unserem, an eher dem Bescheidenen. Das bin nicht ich. Ja, das war das L. Und das, L, das ist das M. Oh, da ist das M, genau. Und hier ist das L. Oh, das ist auch nicht schlecht. Hallo, Tagebuch. Es ist natürlich für mich unglaublich schwer heute, irgendwas Neues euch zu zeigen. Also, weil ihr wart ja gestern schon hier mit dem Till. Auch nicht neu. Übrigens, heute ist er Luzi das Elvis. Guck dir die Haarfolle an. Sofort auf damit. Frank, rausschneiden. Das nennt man alte Männergymnastik, wenn der Rücken schmerzt. Hat mir der Mümmelstein gezeigt übrigens. Aber du bist doch gar kein alter Mann. Nee, aber du. Und dein Rückenschmerz an nicht. Was? Wovon denn? Das sind manchmal so Dinge, über die man ungern spricht als Mann. Ähnlich wie Verstopfung oder die schmerzende Prostata. Oder erzähl einfach mehr. Oder die Kürbiskernkapseln, die man manchmal nimmt gegen den Harndrang. Ja, der sein könnte. Ja. Ist das dein neuer Stick? Ja, das ist mein neuer Stick. Dein Playback-Stick? Der E-Stick. Das ist dein neuer Stick und was ist in dem Päckchen? Was ist denn in dem Päckchen, Katrin? Regenschirme. Oder? Wird gerade sehr gefragt. Oder? Also was kann man noch nutzen? Sonnenschirme, wenn man sie umdreht. Ja. Aber nur dann. Ich glaube, wir waren kurzzeitig bei was ganz anderem. Okay, Kreativteam-Diskussion. Till? Was wolltest du gerade? Was? Was wolltest du gerade? Was war dein Vorschlag? Fehlt das Ding noch? Ob wir von unseren Comics auch so FSK 18-Versionen machen können mit Tentakeln? Magst du sowas? Nee. Okay, es gibt zum Glück keinen Geruchs-TV. Das war die Bank! Oh ja, klar. Sehr gut. Wie hoch ist die Zahl? Ja, sie steigt stetig. Wir sind jetzt bei einer 4, oder? Erst! Ja. Momentan ist es einfach nur zum Lachen. Das ist das Mineralwasser, da muss irgendwas drin sein. There's something in the water. There's something in the water. Ja. Wie viel Wetter hat, dass der Jörg seine Aschermai während der Show aus dem LKW hier hinten holt, weil sie hier liegt? Hey, so ein guter Kollege würde es ihm hochbringen, genauso wie meine Schalmei, die auch noch da liegen. So wie. Sag mal, früher jedes Wochenende. Das gemacht, dritte Jahr Knast. Wir sind auch nicht verrückt geworden dabei. Die Jugend von heute hält einfach nichts mehr aus, du siehst doch aus. Und der Lasterberg sagt, er ist nicht verrückt geworden dabei. Jeden Ton abgeklebt. Anstatt einfach mal das Rohrblatt weiter rauszuziehen. Okay, Dudelsack-Workshop für Alea, den Bescheidenen. Unter www.dudelsackworkshop.com /Premium. Oh. Ist er nicht geil? Elfmax. Oh, der ist super. Der Till ist einfach großartig. Die Temperatur ist jetzt schon deutlich besser geworden. Man stirbt nicht mehr sofort, wenn man irgendwie eine offene Freifläche betritt. Ich habe jetzt mindestens 4 Kaffee getrunken. Also es war großartig, ein toller Tag. Und ganz, ja, und jetzt macht noch Methusa den Abgesang. Die haben mir auch sehr gut gefallen heute. Ja, super. Hier und jetzt unser Merchandise-Stand. Und wir haben einen Hund am Merchandise-Stand. So.
Das sind die Leute, die aushalten hier in der prallen Sonne. Das sind die Tapferen. Quasi die Spartaner von Bückeburg. Hurra! Was nur da auf der Bühne, du Komiker? Ich hab Tourtagebuch, ja, weiß, man sieht sich in der typischen Tourtagebuchhaltung. Ich bin über die Bühne gelaufen und hab die Tapferen begrüßt, die. Pass auf, das ist ein Display. Wenn du das in deine Richtung drehst, dann siehst du auch, was du filmst. Na, muss ich ja nicht. Ich weiß ja ungefähr, wo der Strahl hingeht. Bist du zu sehen? Ah, leider. Ja. Das ist der Lasterberg der Lästerliche. Und so sieht der quasi ungeschminkt aus. Unmasked. Fuck you. Erklärt das Prinzip des Stereos. Also die beiden Typen. Ne, aber nur der eine. Der immer so. So, Breaks auch. Haben wir gelacht. Alter. Inbrünstig hat da jemand getanzt. Also, zu unserer Musik. So viel Ausdruck. Das erfüllt uns so mit Freude immer auf der Show. Mit dem roten. Schönes Ding. Oben ohne. Bisschen dicker. Bisschen da an der rechten Seite. Ja. Großartig. Ne? Kopftuch hat er auf, kam zum Schluss. Barbier-busig, würde ich sagen. Er hat eigentlich schon fast Ballett getanzt, finde ich. Das war eine Mischung aus Raven. Mach mal vor. Und, nee, keine. Mach mal, Elsie, kannst du es? Nee, das war nicht möglich. Das zu imitieren. Nee. Ich warte jetzt. Aber es war unser Highlight am Sonntag heute. Ja. Das war so ein Abschied. Okay, falls also derjenige, der sieht, soll er doch mal auf Facebook schreiben, hey, ich war der so witzig getanzt hat. Dann? Dann sage ich, Chapeau. Das war das Tourtagebuch von Falk Immenfried von Hasenmümmelstein. Da selbst. Bei meiner Treue. Dankeschön. So, liebes Tourtagebuch, das war Bückeburg! Das war mein Tourtagebuch und Bückeburg 2 war, also Tag 2, war der Knaller. War ein ganz großartiger Tag. Vielen lieben Dank. Wer nicht hier gewesen ist, kann nicht wissen, wie toll das war. Alles klar. Viel Spaß und in 8 Tourtagebüchern sehen wir uns wieder. Ciao.